Ich mache jetzt eine Insta-Story. Dann bist du erstmal total verwirrt, was hier abgeht. Und danach reden wir. Ich kann das doch nicht. Okay. Ich kann das nicht mehr, Kinder. Ich habe ja letztens was erzählt, dass ich dann gerade ein Buch lese und dass da verschiedene Meditationen drin stehen. Und da unter anderem die Meditationstechnik, wie man sich selbst von innen in den Kopf ejakuliert. Und ich habe gesagt, wenn ich das schaffe, dann gebe ich Feedback. Ich habe es gestern geschafft. Und ich kann das nicht beschreiben, ne? Das ist das ist mein Feedback. Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe ja oft schon gesagt, dass ich mich in eine andere Dimension gescheppert habe, wenn ich gesoffen habe oder sonst was. Aber da habe ich mich wirklich in eine andere Dimension weggeklatscht. Ich kann das einfach nicht beschreiben. Das ist krank. Ich versuche das mal in einem YouTube-Video festzuhalten. Ich versuche das in meinem YouTube-Video festzuhalten und bestmöglich dort zu erläutern, damit ich euch jetzt hier nicht 3 Milliarden Stories mache. Ne? Das machen wir jetzt. Hier. Wir nehmen schon auf, Kinder. Hier, ab nach YouTube. Alter. Und zwar. Jetzt sind wir da, Kinder. Nicht rauchen, ist teuer. Komm mal. Ich habe dieses Buch hier, wurde mir empfohlen, beziehungsweise ein Kollege hat mir ein Buch von einem Typen empfohlen, von Joe Dispenza. Aber der hat mir eigentlich ein anderes Buch empfohlen, habe ich gestern gemerkt, weil ich habe dem gesagt, Dings, ich habe das jetzt durch, vielen Dank nochmal für das Buch, das ist ein sehr krasses Buch. Und nach jedem Kapitel steht da eine Meditationstechnik. So, und unter anderem, das ist auch mit, also falls du dich nicht damit befasst, kannst du gerne wegmachen. Falls du, ich weiß nicht mal, ob es lustig ist für dich. Also, aber keine Ahnung. Das Flackern ist scheiße, ne? Kommen wir in die Küche. Müssen wir jetzt wieder wandern hier, leck mir am Arsch. Aber was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es für dich lustig ist. Unterhaltsam. Das kannst du dir jetzt hier gerne mal geben, was ich jetzt hier von mir gebe. Das ist mit so Chakren. Mit Chakren selbst habe ich mich noch gar nicht befasst. Nur mit so ein bisschen Spiritualitätszeug und hast nicht gesehen. Habe schon einige Bücher gelesen. Ein paar Mal meditiert, er wird immer mehr. Und du hast auf jeden Fall einen Chakra-Punkt. Jetzt flackert da hinten das Licht. So. Mich stört hier alles, Kinder. Mein Aschenbecher ist runtergefallen. Das ist schön. Egal, ich brauche nur den Aschenbecher. Das kann man gleich staubsaugen. Ich bin nervös. Nein. Nee, nicht nervös, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Warte, Kipp ist leer. Ins Schlafzimmer, da kann ich besser reden. Beziehungsweise da habe ich die Kamera auf Augenhöhe. Das hat 12.000 Klicks erreicht. Vielen Dank dafür. Und so, jetzt haben wir 4 Minuten mit nichts verschwendet. Es tut mir leid. Also, warum war ich lange nicht hier erstmal? Kurz gefasst, wir drehen gerade Videos, dies, das, Zeugs gemacht und ich war so motiviert, hatte eine kleine Down-Phase und hast nicht gesehen. Sowas. Aber jetzt gebe ich wieder mein bestes Minimum, einmal die Woche hier zu sein. So, und das mit so Chakren. Und das fängt am Sack an, also im Intimbereich. Das heißt auch, glaube ich, Sakralchakra. Und die Energie, die wir da unten haben. Dadurch kann man ja Leben entstehen lassen und keine Ahnung, hast du nicht gesehen, auch wenn du dir einen von der Palme wedelst, Alter, da hast du ja, wenn man, Alter, da geht's voll los, so, im Kopf, ne?
So, und Ziel ist es, das alles von innen in den Kopf zu schießen. So, und dann war ich schon gestern wieder da, hab meditiert und hab eigentlich eine ganz andere Technik versucht zu machen. Das heißt, Alter, ich mache meine Augen zu und dann achtest du erstmal auf deinen Atem. Also, versuchst bestmöglich die Gedanken immer wegzumachen. So, und dann war das eine andere Technik. Da fokussierst du dich auf dein Herzchakra. Ich weiß nicht, ob das Herzchakra ist. Auf jeden Fall auf dein Herz. Alter, und dann nimmst du voll dein Herz wahr, so, ne? So wie das klopft und so. Und dann habe ich mir gedacht, probierst du doch einmal das einfach mal das andere da und knallst jetzt mal die ganze Energie in den Schädel rein. Und dann fing ich an, erstmal den Sack fokussieren, also den unteren Bereich. Nicht wirklich den Sack, aber da unten den Bereich. Und dann immer weiter hoch, die ganzen Punkte durch, bis ich am Hals angekommen bin. Alter, mein Hals, ich hab meinen Herzschlag wirklich am Hals so, ne, als würde jemand immer so packen. Alter, so, ne. Und dann wusste ich nicht mehr, wie es weiterging. War da irgendwas jetzt mit Luft anhalten kurz? War da irgendwas mit, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, weil die ganze Energie, die war ja im Zirkulieren. Du musst die einzelnen Punkte aktivieren, also deinen Fokus darauf legen. Und dann die Energie, erst die beiden Punkte verbinden, dann die drei Punkte verbinden und immer so weiter. Und ich merke, hier drin geht's voll ab, so, ne, bis zum Hals. Ich denke, Alter, was muss ich jetzt nochmal machen, so, ne? Aber hab den Fokus behalten, so. Und auf einmal hab ich so, scheiß drauf, wir gehen jetzt zum Scheitelpunkt. Das ist hier oben, weil da war auch irgendwas mit, an das konnte ich mich nur erinnern. Die Energie, also den Raum mit Energie füllen. Oben die Energie rauslassen, auramäßig. Und dann im Raum hier. Und dann auf einmal, ich knall die komplette Energie in meinen Schädel hier oben. Und fühle mich auf einmal wie Son Goku, als er zum Super Saiyajin wird. Alter, ich schwöre es dir, ne? Tschüss. Wortwörtlich. Ich knall das hoch, auf einmal im Kopf drin. Ich weiß nicht, ob im Kopf drin. Ich hab das. Das hat sich angefühlt, als hätte ich kurz meinen Körper verlassen. So paff, so mäßig, ne? Und ich war komplett woanders. So, ne? Das sah so aus, als wäre ich im Weltall. Also du hast geguckt, das sah aus, schwarz, alles schwarz und so sternemäßig. Also, ne? Und ich denke mir wirklich einfach nur so, so tschüss, was geht hier ab? Und das ist da drin auch immer beschrieben als, wie heißt das nochmal, Alter? Keine Ahnung. Ist auf an, steht das nicht hier hinten, Alter? Das ist auch beschrieben, wie man diesen Raum nennt. Also so nennt er den. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Bezeichnung wirklich gibt. Auf jeden Fall glaube ich, ich war kurz da, Alter. So. Und ich kam da nicht klar. Ne? Also ich denke, Alter, was geht hier ab? So. Kurz auf meinen Körper so geachtet und das hat sich wirklich so angefühlt, als wäre ich gerade gekommen. So, ne? Richtig so, Alter, mein ganzer Körper, der war anders. So. Seit November habe ich angefangen, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Habe immer wieder meditiert. Jetzt die letzten Tage, jeden Tag. Und das ist mir zum ersten Mal passiert, so, ne? Alter, das krank. Aber positiv gerade, das war heftig, Alter. Boah. Ja, ich hab in meinem Kopf ejakuliert, von innen. Das war schön. Ja, das wollte ich mit euch teilen. 9 Minuten lang. Wenn wir jetzt Geld mit YouTube verdienen würden, dann würde ich das nur auf 10 Minuten strecken. Aber erstmal habe ich euch nichts zu sagen, außer wir drehen gerade Videos und bla bla und hast nicht gesehen. Aber ich habe ohnehin immer wieder die Kamera mitgenommen, hier und da, auch wieder einiges erlebt. Auch immer versucht, dann einen Vlog zu machen. Aber die sind dann immer zu kurz geworden, die Vlogs, deswegen habe ich die nie hochgeladen. Aber ich gucke mal, dass ich diese einzelnen Dinge mal zusammenschneide. Dann hast du da 3 Minuten kleinen Vlog, wieder 3 Minuten Mini-Vlog und dann hat man da auch wieder was zu gucken. Aber mal schauen, wie ich das schaffe, weil ich habe aktuell sehr viel hier um die Ohren. Ja, ansonsten alles Gute. Was haben wir für einen Tag? Keine Ahnung. Angenehme Woche dir und versuch auch mal in deinen Kopf zu ejakulieren. Das ist, ich kann das sehr empfehlen. Tschüss. Sure.